Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, denn wir besprechen hier auf diesem Kanal alles rund um den öffentlichen Dienst. Wann kann man sich bewerben? Wie sieht die Bewerbung aus? Wie läuft das Auswahlverfahren ab? Und was kann einem im Berufsbild erwarten? All diese Themen klären wir hier regelmäßig. Und heute möchte ich euch auf was aufmerksam machen, was ich gefunden habe und euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Also wenn euch das alles interessiert, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da und dann starten wir auch direkt mal rein. Ich bin hier auf der Website von Testhelden und hier gibt es eine Seite, wo man alle möglichen Einstellungstests zu den jeweiligen Berufsbranchen einmal durchspielen kann, um zu schauen, was einen erwartet, wie vielleicht Aufgabenstellungen gestellt werden und wo es vielleicht noch hapert und wo man ein bisschen mehr Vorbereitung reinlegen müsste. Ich möchte mit euch zusammen den Einstellungstest für den öffentlichen Dienst einmal durchgehen, damit wir alle mal ein besseres Gefühl dafür bekommen. Ich klicke also hier auf öffentlicher Dienst und dann geht es auch schon direkt los. Wie ihr seht, haben wir hier ungefähr 13 Minuten Zeit und es werden einem 35 Fragen gestellt. Natürlich dauern Einstellungstests beim öffentlichen Dienst sonst immer ungefähr um die 2 bis 4 Stunden. Das ist natürlich auch nur ein Abriss von dem, was einem erwartet, aber dafür kann man halt einen kleinen Einblick in den Einstellungstest bekommen. Die erste Frage ist direkt aus dem figuralen logischen Denken und zwar, wie viele Flächen hat die gezeigte Figur? Bitte bedenke, dass nicht alle Flächen sichtbar sein müssen. Wir sehen hier dieses E. Ich werde die Fragen jetzt übrigens nicht beantworten, sondern möchte einfach einmal mit euch die Aufgabentypen durchgehen. Ihr seht auch hier bei Testhelden wird einem immer ein Tipp angezeigt, damit man vielleicht einfacher auf die Lösung kommt. Der Tipp in diesem Falle ist, zähle die sauber getrennten Flächen, bedenke, dass einige Flächen unsichtbar sein können. Bitte beachte außerdem, manche Flächen hängen direkt zusammen und gelten entsprechend als eine Fläche. Also hier muss man sich kurz reindenken, aber ist eigentlich noch relativ easy. Dann wird es schon ein bisschen schwieriger, und zwar welche Elemente aus dem Raster auf der rechten Seite benötigt man, um die gesuchte Figur zu erstellen. Das ist natürlich relativ anspruchsvoll, aber da müsst ihr keine Angst haben. Wenn ihr beispielsweise einen Testtrainer wie den von Testhelden holt, dann könnt ihr solche Aufgaben üben. Es gibt immer einen Tipp bzw. einen Lösungsweg dazu. Und am Ende kriegt ihr auch eine Auswertung, was die richtige Antwort gewesen wäre, damit ihr auf jeden Fall auch wisst, wo der Fehler gelegen hat. Also ihr kriegt hier 4 Antwortmöglichkeiten nach dem Multiple-Choice-Prinzip. Dann geht es natürlich auch noch in die mathematische Logik. Und zwar, welche Rechenoperation fehlt. Auch hier Multiple-Choice, ihr könnt euch einen Tipp anzeigen lassen. Natürlich wird auch die Sprache bzw. die Grammatik abgefragt. Und da wird in diesem Fall das Gegenteil von vulgär erfragt. Da müsst ihr natürlich einfach die Wortbedeutung wissen. Ihr müsst allgemein wissen haben, was vulgär bedeutet und was noch das Gegenteil davon sein könnte. Jetzt kommen wir zu einer Aufgabe in Sachen Prozentrechnung. Und ihr seht auch, das ist die erste Aufgabe, wo es kein Multiple Choice gibt. Das kann euch natürlich auch erwarten, dass ihr die Aufgabe selber lösen müsst, ohne Lösungsvorschläge. Auch hier haben wir wieder einen Tipp. Trotzdem dürft ihr auch nicht vergessen, dass im Einstellungstest kein Taschenrechner erlaubt ist. Bedeutet, ihr müsst solche Aufgaben im Kopf rechnen können und das halt vorher auch schon trainiert haben, wenn euch das beispielsweise in der Schule schwer gefallen ist. Auch eine typische Aufgabe: gegeben sind folgende Wörter gestern, erinnern, ist gleich morgen und eines der 4 Antwortmöglichkeiten. Da müsst ihr einfach das Verhältnis der beiden Wörter gestern und erinnern erstmal euch selber zusammenschließen und dann ein ähnliches Wort für morgen finden. Hier haben wir die allseits beliebten Matrizen. Die können ganz schön tricky sein, aber wenn man da ein bisschen sich reingedacht hat, dann kann man das eigentlich auch relativ easy lösen. Auch Zahlenreihen können einen im Einstellungstest zuhauf erwarten. Eine Zahlenreihe kennt ihr vielleicht noch aus der Schule bzw. aus dem Abi. Ihr müsst also herausfinden, um welchen Faktor sich diese Reihe immer weiter verändert und dann die entsprechende Zahl angeben. Auch hier nochmal Symbolaufgaben, das haben wir vorher schon mal so ähnlich gesehen, das ist jetzt nochmal eine andere Art der Logiküberprüfung, auch hier müsst ihr angeben, welcher Kreis hier fehlt. Was ist eine IP-Adresse? Das ist so ein bisschen in Richtung Fachwissen, Allgemeinwissen. Das solltest du im öffentlichen Dienst natürlich beherrschen können und dich da vorher auch gut drauf vorbereitet haben. Auch das nochmal eine Logikaufgabe, die den anderen ähnelt, aber nochmal natürlich ein bisschen anders gestellt ist. Bei dieser Art der Aufgabenstellung geht es darum, kannst du um die Ecke denken? Auch wenn das natürlich etwas ist, was vielleicht nichts mit deinem Berufs- oder normalen Alltag zu tun hat, solltest du wissen, wie viele Scheiben sich gegen den Uhrzeigersinn drehen. Auch hier seht ihr, es wird immer ein bisschen anspruchsvoller. Das ist auch nochmal ähnlich zu den anderen Symbol- und Logikaufgaben, die wir gesehen haben. Aber natürlich unterscheiden sich die Arten der Darstellungen und dadurch wird immer ein anderes Zentrum in eurem Gehirn bzw. im Logikverständnis erfragt. Das gleiche gilt auch für die Würfelaufgaben. Das ist eigentlich so ähnlich wie mit den Flächen vom Anfang. Du musst einfach in diesem Falle beantworten, welcher dieser 4 Würfel dem Ursprungswürfel hier entspricht. Und dafür musst du natürlich erstmal wissen, welche Zahlen einander gegenüberliegen im Würfel und
wie hier die Zahlen verteilt sind. Auch aus der Schule sehr beliebt sind die sogenannten Textaufgaben. Das ist aber vielleicht was, was ihr noch von dem Abi oder von eurer Schulzeit kennt. Daher könnte das easier zu lösen sein. Auch in Sachen Rechtschreibung und Grammatik haben wir hier wieder eine Frage. Welches ist die korrekte Schreibweise? Das könnt ihr auch im Vorhinein total easy vorbereiten. Hier nochmal eine Kopfrechenaufgabe, eine Zahlenreihe, auch nochmal eine Kopfrechenaufgabe. Auch hier wieder logisches und figurales Denken. Dann nochmal eine Fachfrage, was bedeutet CC bei einer E-Mail? Und zuletzt nochmal eine Frage. Und zuletzt kommt eine Frage aus der unlogischen Logik. Denn inhaltlich ergibt diese Frage keinen Sinn. Trotzdem müsst ihr in der Sinnlosigkeit einen Sinn und eine Logik finden und dementsprechend beantworten. Wenn ihr das alles durchgearbeitet habt, im Gegensatz zu mir, geht ihr auf Ergebnis anzeigen und dann werden wir hier weitergeleitet, dass wir unsere E-Mail-Adresse angeben können, um halt die kostenlose PDF mit den Fragen, aber auch mit den Lösungen zu bekommen und eine individuelle Auswertung. Wir klicken jetzt auf Weiter und bei mir stehen jetzt natürlich keine Ergebnisse, weil ich das natürlich alles nicht beantwortet habe, aber in eurem Fall würde halt stehen, was ihr richtig und was ihr falsch beantwortet habt. Ihr kriegt nochmal angezeigt, welche Fragen gestellt wurden, wie eben gerade gesagt, dass ich jetzt beispielsweise mit meiner Antwort daneben gelegen habe, weil ich natürlich sie nicht richtig beantwortet habe und was die richtige Antwort gewesen wäre. Und das gilt hier für alle möglichen Aufgaben. Hier auch nochmal ein Lösungsweg. Wenn wir das alles durchgeklickt haben, dann gehen wir auf Jetzt Vorbereitungspaket sichern. Und dann kommen wir hier auf die Seite vom Testtrainer von Testhelden. Und das kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr eure Einstellungstestvorbereitung ernst nehmt, euch da wirklich mit einem Testtrainer wie beispielsweise dem hier von Testhelden vorzubereiten. Denn da sind alle Aufgabentypen, die ihr gerade gesehen habt und noch viele mehr, kompakt zusammengefasst. Ihr habt tausende Übungsaufgaben. Ihr könnt mit ExpertInnen chatten und eure Fragen zur Aufgabe oder zum Produkt stellen. Ihr habt die Auswahl aus 3 Produkten, die je nachdem, welches ihr wählt, noch zusätzliche Pakete mit dabei haben. Und ihr könnt Teil der Testhelden-Community werden und euch mit anderen Bewerbern über Aufgaben oder Anreisewege beispielsweise austauschen. Ich kann euch das nur empfehlen. Ich verlinke euch den Testtrainer auf jeden Fall mit in der Videobeschreibung und stellt mir eure Fragen dazu gerne in den Kommentaren. Ich werde das alles beantworten. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat und dass ihr euch gut auf euren Einstellungstest vorbereiten könnt.